Hallo und herzlich willkommen hier bei Modellbahn Union. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Produktpräsentation in H0. Heute wird es ziemlich rund bei uns, denn wir haben hier eine Noab-Lokomotive der DSB, der dänischen Staatsbahn von der Firma Pico für euch im Angebot. Das Modell ist mit Vollausstattung jetzt hier bei uns, nämlich mit Decoder und mit Sound. Unser Fahrplan für heute sieht folgendes vor. Wir schauen uns gleich auf der ersten Station erst einmal das große Vorbild an, dann die nächste Station natürlich das Modell hier in 1:87. Wir gehen raus in die freie Wildbahn, schauen uns die Fahreigenschaften der Lokomotive an, hören uns den schönen Sound auch an und natürlich zum Schluss kommt dann das Schlusswort und die Artikelnummern. Also, der Fahrplan steht, wir legen los. Viel Spaß! Beginnen wir unsere Reise also nun mit dem großen Vorbild. Und hier müssen wir zwar jetzt nicht so weit zurückreisen wie bei einer Dampflokomotive, aber wir sind dennoch im Jahre 1954. Denn zwischen 1954 und 1958 sowie zwischen 1964 und 1965 wurden insgesamt 59 Lokomotiven des Typs May 2 bei, und jetzt entschuldige ich mich schon mal für eine eventuelle falsche Aussprache, Nyqvist och Holm, also die Abkürzung Nohab ausgesprochen, in Schweden beschafft. Die dänische Firma A.S. Friis baute den mittleren Teil des Lokkastens, den Rahmen und die Drehgestelle. Dazu lieferten Triege die Fahrmotoren und Titan den Hilfsgenerator sowie andere Teile der Lokomotive. Was den Antrieb der Lokomotiven, der Diesellokomotiven anging, waren diese Lokomotiven tatsächlich ihrer Zeit weit voraus. Denn der Dieselmotor trieb einen Generator an, der wiederum erzeugte Elektrizität für die elektrischen Fahrmotoren, die hier in den Drehgestellen saßen. Und somit handelt es sich hier um eine dieselelektrische Lokomotive. Und die Maschinen wurden sowohl für Güter- wie auch Personenzüge eingesetzt, aber aufgrund ihrer Achslast, mit einer sechsachsigen Lokomotive kann man nicht überall fahren, aufgrund der Achslast war die Lokomotive leider nicht auf allen Nebenbahnen einsetzbar, eben aufgrund ihrer hohen Achslast. Bei unserer Noab-Lokomotive hier handelt es sich, wenn man genau es nimmt, um einen Ableger der amerikanischen F-Reihe des US-Herstellers EMD. Diese Reihe wurde für die europäischen Bedürfnisse angepasst und ab 1954 beim schwedischen Lizenznehmer Nyqvist och Holm AB, kurz Nohab, gebaut. Bis 1965 lieferte der Hersteller 165 Exemplare insgesamt der liebevoll genannten Rundnasen, weil diese Lok hier halt sehr markant ist gegenüber anderen Lokomotiven, die zu der Zeit auf den Gleisen waren und natürlich auch zu den heutigen Lokomotiven. Denn mit ihrer bauchigen Form hier vorne fällt sie doch stark auf. Die einzige Lokomotive, die annähernd so ähnlich aussah, war die V160 Lokomotive bei der Deutschen Bundesbahn. Die hatte nämlich liebevoll aufgrund ihrer Rundungen den Spitznamen Lollo. Alle diese damals gebauten Lokomotiven gingen an die Staatsbahnen in Dänemark, Norwegen und Ungarn. Für die Staatsbahn Belgiens wurden weitere Exemplare durch den Hersteller Anglo-Franco-Belge gefertigt. Die Fahrzeuge unterschieden sich dabei von ihren Schwesterlokomotiven in verschiedenen Details, wie zum Beispiel der installierten Motorleistung, teilten aber die Konstruktionsprinzipien ihrer Schwesterlokomotiven und elementare Bauteile sowie die sehr elegante Außengestaltung. Bei der Außengestaltung muss man aber fairerweise sagen, es gab genau zwei Varianten von Betrachtern. Einmal die ersten, die sagten, diese Lok sieht einfach nur wunderschön aus mit ihrem Vorbau, und die anderen, wie zum Beispiel ich, müssen dann auch wirklich leider sagen, mir gefällt sie überhaupt nicht. Aber es ist halt Geschmackssache. Sie war damals sehr innovativ, sie war technisch weit fortgeschritten und hat sich dann auch tatsächlich bewährt. Ihr Einsatz in Dänemark, Belgien, Norwegen und Ungarn dauerte bis etwa zur Jahrtausendwende. Durch die Liberalisierung des Schienenverkehrs Marktes in der EU fanden einige Loks neue Arbeitsfelder bei privaten Unternehmen, auch hier bei uns in Deutschland. Aber leider sterben diese Lokomotiven mehr und mehr aus. Auch hier bei uns in Deutschland gibt es von diesen Lokomotiven leider immer weniger. Ja, kurz und knackig, so muss das sein. Das war unsere erste Station. Wir machen weiter in unserem Fahrplan.
Da wären wir angekommen beim Modell in 1 zu 87 und da schauen wir uns am Anfang natürlich immer an, wie kommt die Lok zu uns. Wir haben hier die Standardverpackung der Firma Pico, sehr schön, elegant und schlicht. Im Inneren dann das allseits bekannte Kunststoff-Inlay, wo die Lok wirklich sicher drin verpackt ist. Im hinteren Bereich des Kartons haben wir dann nochmal einen kleinen Ausziehkarton, in dem auch wirklich sehr viel Papierkram drin ist, wie zum Beispiel allgemeine Pflegehinweise oder allgemeine Informationen zu der Lokomotive. Dann nochmal ein separates kleines Blättchen für den Sounddecoder, wo dann auch nochmal alle Sounds drauf abzulesen sind. Und natürlich das Wichtigste, falls mal was kaputt geht, das Ersatzteilblatt. Und dieses Ersatzteilblatt ist auch wirklich sehr ausführlich gehalten. Da hat man wirklich sehr viel zum Lesen. Das also, was damit bei ist. Dann haben wir noch ein doch recht großes Zurüstbeutelchen, wo drin sind einmal geschlossene Bugmasken. Hier unten kann man, das finde ich halt besonders schön, die Kupplung herausnehmen und kann dann diese offene Bugklappe dann halt austauschen gegen eine geschlossene. Somit hat man dann ein schön geschlossenes Bild. Finde ich persönlich sehr schön, denn die Waggons hängen eh immer nur an einer Seite und wenn man dann hier vorne noch einen kleinen Lokführer reinsetzt, macht das wirklich ein sehr, sehr schönes Bild, wie ich finde. Außerdem, wie gesagt, mit dabei noch Bremsschläuche, Zughaken und einige andere kleine Schläuche, die man dann ganz nach Belieben an seinem Modell anbringen kann. Ja, schauen wir uns das Modell jedoch etwas genauer an. Also, über die Form, wie gesagt, lässt sich streiten. Die einen lieben sie, die anderen mögen sie nicht so. Aber ich finde, Pico hat hier wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Es ist eine sehr schöne, formschöne Lokomotive bzw. Modell der Lokomotive. Wir haben hier vorne durch die großen Fenster eine sehr gute Sicht in den Führerraum, wo auch die Armaturen schön nachempfunden wurden. Man kann auch schön die Armaturen, wenn man jetzt hier so seitlich durchschaut, dann auch schon sehen. Schon installiert sind die silbernen Scheibenwischer, die Griffstangen hier an den Führerstandstüren. Wir haben hier vorne dann natürlich auch schon Bügelkupplungen verbaut für den sofortigen Einsatz. Aber keine Sorge, die Kupplungen lassen sich natürlich über Normschacht austauschen gegen Kurzkupplungen. Und dann kann man natürlich dann auch seine Wagen, die man dranhängt, schön nah am Puffer kuppeln. Außerdem sind die seitlichen Aufdrücke sehr schön abzulesen, trennscharf, also da ist nichts verschwommen oder sonstiges. Wir haben hier oben auf dem Dach, keine Sorge, es kommen noch Detailaufnahmen, die vier Lüfter, die sich hier oben befinden. Da hat man auch, wenn man etwas mit dem Gesicht halt ein bisschen nach links und rechts geht, sieht man auch schön die Lüfterlamellen, die sich unter dem Gitter befinden. Das hat man auch sehr schön umgesetzt. Die Antennen auf dem Dach in weiß gehalten und wie gesagt die Formgebung in schwarz-rot für die dänische Staatsbahn. Was auch sehr interessant ist, was es bei uns zum Beispiel nie gegeben hat, aber in Holland, die Lok hat hier vorne unter dem Führerstand, dessen sitzt der Lokführer auch relativ hoch, hier eine Tür. Und da konnte man tatsächlich dann vom Personenwagen mit einem Übergang dann in die Lok reingehen. Und das finde ich wirklich eine Sache, die kennt man hier bei uns in Deutschland nicht. Und die ist auch wirklich, ich bin mal mit so einer Lokomotive gefahren und bin auch da durchgegangen. Es war schon sehr abenteuerlich. Aber nichtsdestotrotz, daran hat Pico auch gedacht, hier auf den Frontseiten sind diese Türen dann auch natürlich nachempfunden. Alles in allem finde ich es trotz alledem ein sehr schönes Modell, auch wenn mir die Form grundsätzlich der Lokomotive zwar nicht so zusagt, aber es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Modell. Schauen wir uns die technischen Details dieser Lokomotive einmal kurz und kompakt an. Wir haben hier die Lokomotive in DC-Gleichstrom, das auch schon mal vorweg. Dann haben wir natürlich einen kraftvollen Motor hier drin verbaut mit zwei Schwungmassen. Wir haben Haftreifen natürlich verbaut, diagonal versetzt zur Erhöhung der Zugkraft. Wir haben einen NEM 362er Kupplungsschacht zur Aufnahme der besagten Bügelkupplungen, die jetzt hier schon verbaut wurden. Die Lokomotive ist kurzkupplungskinematikfähig, das heißt, wir haben hier problemlos die Möglichkeit, die Bügelkupplungen hier auszutauschen gegen zum Beispiel Rocco oder Fleischmann Kurzkupplungen. Wir haben ein Dreilicht-Spitzensignal sowie zwei Schlusslichter mit der Fahrtrichtung wechselnd, natürlich alles in LED. Wir haben die Inneneinrichtung, wie ja eben besagt, im Führerraum. Wir haben eine digitale schaltbare Führerstandsbeleuchtung. Wir haben die Betriebsnummer der DSB 1147, eine Länge über Puffer von 218 mm. Und wir haben in der Lok eine
Lux 22er Schnittstelle. Hier bei unserem Modell ist bereits ein Sounddecoder verbaut, deswegen auch dieses kleine Begleitheftchen. Die Lokomotive gibt es aber auch natürlich analog zu kaufen, dann ist dort kein Decoder drin verbaut und man hat die Möglichkeit, selber dann einen Decoder zu verbauen. Wir haben die Dänische Staatsbahn als Eigentümer dieser Lokomotive und wir haben die Epoche 4. Wie gerade eben schon gesagt, die Lokomotive gibt es in zwei unterschiedlichen Varianten. Was die äußere Gestaltung angeht, einmal hier von der DSB mit der Betriebsnummer 1147 und dann gibt es von Pico nochmal eine Nohab mit der Betriebsnummer 5204 der SNCB. Ja, Freunde, und das war's auch schon hier mit unserem Modell in 1:87. Wir machen weiter in unserem Fahrplan.
Am Ende unseres heutigen Videos angekommen, kommt natürlich, wo sollte es auch anders hingehören, das Schlusswort meinerseits. Ich habe Anfang des Videos natürlich schon erwähnt, dass mir die Form der Lokomotive noch nie so wirklich zugesagt hat. Ich selber bin Lokführer, hatte dann auch in Gremberg, als ich noch bei DB Cargo gearbeitet habe, dann auch die ein oder andere Fahrt mit dieser Lok beim Kollegen, beziehungsweise auch die ein oder andere Begegnung und sie sind schön zu fahren, sie sind auch wirklich sehr geräumig, aber wenn man halt unsere deutschen Loks halt so ein bisschen als Vergleich nimmt, die halt sehr formschnittig bzw. windschnittig halt auch nach oben gehen und glatte, gerade Formen haben, tut man sich natürlich hier mit dieser bauchigen Form sehr schwer. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein hervorragendes Modell, was wirklich sehr viel zu bieten hat. Es ist sehr zuverlässig, auch die Sounds hören sich sehr gut an. Also wie gesagt, qualitativ ist es ein hervorragendes Produkt, was, wenn mir die Form zusagen würde, ich mir auf jeden Fall auch holen würde für meine Anlage. Denn schöne Personenwagen dahinter machen wirklich ein sehr, sehr schönes Bild. Und wir bei Moderbahn Union haben natürlich auch passende Personenwagen der dänischen Staatsbahn im Angebot. Also wie gesagt, einfach mal bei uns im Online-Shop schauen und vielleicht werdet ihr den ein oder anderen schönen Wagen für doch diese schöne Lokomotive ja dann auch finden. Nun, ganz am Schluss unseres Videos kommen natürlich das Wichtigste für euch, die Artikelnummern. Die Lokomotive hier von der dänischen Staatsbahn gibt es in drei unterschiedlichen Varianten. Einmal für unsere Gleichstromfahrer, einmal in DC analog. Das ist die Artikelnummer 52483. Diese Variante, die wir euch hier heute vorstellen, also sprich DC digital mit Sound, ist die Artikelnummer 52484 und für unsere Wechselstromfahrer in digital mit Sound ist es die Artikelnummer 52485. Ja, Freunde. Und wenn ihr die Lokomotive haben wollt, ist das überhaupt kein Problem. Einfach auf unseren Online-Shop gehen, www.modellbahnunion.com. Ihr kennt den Move. Oben in die Suchzeile die gewünschte Artikelnummer eingeben, dann in den Warenkorb legen, liefern lassen und glücklich sein. Ja, so einfach ist das bei uns. Einfach ist es bei uns auch fragenlos zu werden zu diesem Produkt oder vielleicht auch zu anderen Sachen. Gerne habt ihr zwei Möglichkeiten. Einmal hier unter das Video in die Kommentare eure Frage zu stellen oder uns direkt eine Mail schicken an info@modellbahnunion.com. Wir werden uns in beiden Fällen natürlich schnellstmöglich bei euch melden. Und wir hoffen, euch hat das Video heute einmal wieder gefallen. Die Norb, eine sehr besondere Lokomotive, wie ich finde. Mir hat es heute Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bleibt bitte gesund, bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal und tschüss.